Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, auf dieses Video habt ihr bestimmt richtig lange gewartet. Und ja, heute ist der 8.9. Und ja, mein Paket, also für euch ist der 8.9., aber für mich ist es schon ein bisschen früher. Heute ist mein Paket angekommen, auf das ich gewartet habe. Und dieses Paket handelt es sich heute. Sorry, dass ihr meine Beine ein bisschen seht. Und ja, bleibt auf jeden Fall in diesem, das ganze Video lang dran, denn am Ende gibt es eine dicke, dicke, fette Verlosung. Und ihr müsst einfach im Laufe des Videos die Pferde-Emojis zählen, die da sind, und die dann in die Kommentare schreiben. Aber am Schluss des Videos werde ich nochmal sagen, was ihr machen könnt, um den Gewinn, den ihr in dem Video auch gleich erfahren werdet, zu gewinnen. Es ist auf jeden Fall die dickste und fetteste Verlosung, die ich je in meinem Leben gemacht habe und machen werde. Und Dankeschön an Laurel Designs. Und vielleicht wissen ja manche schon, was gekommen ist. Und zwar ist mein neues Hobbyhorse angekommen. Ich freue mich mega. Dankeschön. Und wir werden das jetzt aufmachen, denn da sind die beiden Pferde anscheinend drin. Und ja, ich mache jetzt erstmal auf. Und das mache ich jetzt erstmal alleine. Ich habe das Paket jetzt aufgemacht. Unten ist das eine, was gleich erfahren werdet. Und oben ist mein neues. Oh mein Gott, vielen lieben Dank für euch auch. Die Seite unten in der Infobox verlinken. Ich werde euch alles in der Infobox verlinken. Hier nochmal, ihr könnt bei Etsy vorbeischauen. Dort die adorable Ponys von Laurel Designs. Und ja, ich bin jetzt mega gespannt. Meine Mama guckt von hinten aus. Oh, ich bin so gespannt. Oh, Leute. Dieser Moment. Oh mein Gott! Oh, da ist ja noch das Zeug, was ich jetzt immer so. Oh Gott, ich bin so glücklich. Oh, oh mein Gott! Oh, mega schön! Oh. Ich werde jetzt erstmal gleich gerade richten. Ja, und jetzt wundert ihr euch vielleicht, warum das Pferd ein schwarzes... Ich mache erstmal das Pferd kurz ordentlich. Oh mein Gott! So sieht das mega hübsche Pferd aus. Sie hat für mich extra, was ich mega lieb finde, also vielen Dank, so schwarzes, also black, hat sie für mich extra gemacht. Sonst ist es ja normalerweise braun, also brown. Aber sie hat es für mich extra schwarz gemacht, damit ich was anderes habe, weil ich ja schon... Amigo in braun, bei einer braunen Trense für den Amigo habe, und dann habe ich für ihn oder für sie, ich muss noch überlegen, wie der Name ist, habe ich dann jetzt ein schwarzes, und das freut mich mega. Was mir auch auffällt, die Ohren hat sie wirklich sehr schön hier, schön stabil verarbeitet. Vielen lieben Dank, ich bin mega glücklich, ich bin so stolz, gefällt mir so richtig gut. Amigo hat jetzt einen Freund oder eine Freundin, ich werde wahrscheinlich jetzt ein Junge mal gucken. Die Ohren sind richtig schön gemalt, wie ihr sehen könnt. So schönes Pferd, es ist wunderbar geworden. Hier unten hat sie so eine Kette gemacht, was normalerweise nicht der Fall ist, was mir auch mega gut gefällt. Also vielen Dank. Hier sieht man es. Und ich freue mich sehr deshalb. Jetzt machen wir mal einen kleinen Test reiten. Wuhu! Laurel Designs. Oh mein Gott, mega hübsch. Und jetzt ziehen wir auch mal die Trense aus. Dann können wir mal hier mal schauen, wie das so ist. Natürlich exzellent bestimmt wieder. Oh, schön. Kleiner Abdruck, aber es macht nichts. Den machen wir gleich wieder sauber. Das ist halt immer so bei den Hobby Horses, aber das macht ja nichts. Das macht man dann einfach wieder sauber und dann ist wieder alles gut. So, das tun wir jetzt erstmal beiseite. So, dann hat sie hier noch so einen Zettel gemacht. Und da ist hier wieder der schöne Zettel. Da könnt ihr vorbeischauen gerne. Das ist auf, einfach bei Google eintippen, Etsy, und dann hier sie eintippen, oder ihr könnt auch eine E-Mail schreiben oder sie anrufen. So sieht das aus. Da könnt ihr sie ganz einfach erreichen. Und da ist so eine süße Postkarte mit so einem hübschen Pferdchen.
Dann hat sie hier geschrieben, more happy riding, Linne. Dankeschön. Ja, more, weil ich habe ja schon eins und dann habe ich ja noch mehr. Und ich freue mich so sehr. Also vielen lieben Dank. Ich bin richtig glücklich. Und ihr seht, die macht auch so Stehpferde, also ganz verschiedene Pferde macht sie. Also mega schön. Vielen lieben Dank. Das ist mega toll. Und jetzt kommen wir auch zur Verlosung, die ich euch versprochen habe. Vielen lieben Dank, Laurel Designs, dass du mir die Pferde jetzt zugeschickt hast. Und zwar ist hier nämlich noch ein zweites drin. Und ihr wisst, glaube ich, schon, was damit passiert. Ich werde es an euch verlosen. Ich habe mich richtig gefreut und ich werde es jetzt erstmal rausholen. Da könnt ihr mal sehen, was ihr gewinnen könnt. Ihr solltet im ganzen Video bis jetzt alle Pferde-Emojis lesen, gucken, wie viele es sind, in die Kommentare reinschreiben. Und das auf jeden Fall schon mal. Da müsst ihr Abonnent meines Kanals sein. Ihr müsst im Video einen Daumen nach oben geben und in die Kommentare reinschreiben, wieso ihr genau dieses Pferd haben möchtet. Und ich bitte euch, wenn ihr schon eins habt, dass ihr könnt da auch gerne teilnehmen. Aber lasst doch auch vielleicht mal den anderen die Chance, die vielleicht noch keins haben. Weil es gibt ja leider sehr viele, die sich das nicht leisten können. Und von daher bin ich auch mega glücklich. Ich zeige es euch mal. Und zwar hat mir dieser Säckel hier mega gut gefallen. Den habe ich hier für euch bekommen. So sieht der Schecke aus. Oh, auch mega schön geworden. Guck mal, Mama. Mega schön, oder? So sieht der aus, der Schecke. Hier seht ihr. Auch wieder, die Ohren sind mega gut gemacht. So sieht er von der Reitersicht aus, der Süße. Und so sieht das aus. Hier unten hat er auch so eine Kette. Er hat eine braune Trense. Und ich mache jetzt mal die Mähne auch wieder ordentlich. So sieht der Hübsche jetzt aus. Oder die Hübsche. Hier hat sie auch wieder so eine Kette unten. Und hier vorne an der Nase sehr schön detailliert gearbeitet. Sie hat hier sogar ein bisschen rosa gemalt. Und die Nüstern sind mega schön geworden. Und die Mähne ist so ein bisschen struppig, was mir aber persönlich mega gut gefällt. Weil es sie so ein bisschen wild aussieht oder eher. Und ja, von der anderen Seite nochmal. Mega schön. So sieht sie aus. Und ja, jetzt auch mal ein Testriding. Riding. Mega schön, detailliert gearbeitet, schöne Flecken, wunderbare Mähne, wunderschönes Zaumzeug, wunderschönes Pferd, wunderschöne Nüstern, wunderbares Maul. Wieder von Laurel Designs. Sie hat wirklich tolle Pferde, also vielen lieben Dank dafür, dass du so tolle Pferde produzierst. Das ist nun euer Gewinn, den ihr machen könnt. Ihr könnt ja auch gerne auf ihrer Seite vorbeischauen. Und ja, sie macht wirklich tolle Pferde. Wenn ihr möchtet, ich kann auch gerne von mir so eine kleine Autogrammkarte oder sowas dazugeben, wenn ihr das wollt, wenn ich sie euch verschicke. Und ja, wie gesagt, was ihr dazu tun müsst, ist alle Pferde-Emojis, die in diesem Video da waren, gezählt zu haben, sie in die Kommentare zu schreiben. Dazu auch noch schreiben, dass ihr mich abonniert habt und mich die Glocke aktiviert habt und den Daumen beim Video nach oben gegeben habt. Das müsst ihr natürlich auch machen, nicht nur schreiben. Und ja, dann müsst ihr noch dazu schreiben, wieso ihr euch genau dieses Pferdchen wünscht und wieso ihr es euch verdient habt. Und vielen lieben Dank. Bevor jetzt gefragt wird, ob ich das Pferd selbst gekauft habe oder so, sie hat es mir zur Verfügung gestellt. Deshalb danke ich euch auch sehr dafür, weil ohne euch wäre das alles nicht möglich gewesen. Und ja, deshalb habe ich mir gedacht, mache ich auch ein kleines Dankeschön und wir werden euch auch ein Pferd schenken. Dieses könnt ihr gewinnen und ich hoffe, es gefällt euch und ihr seid froh. Hier die Ohren wieder sehr schön stark und schön gemacht. Wunderbares Pferd. Und ja, natürlich bekommt ihr dazu auch so eine Karte, diese wahrscheinlich da hinten. Ich hole sie mal ganz kurz. Die Trense bei dem Pferd ist ebenfalls abnehmbar. Aber ich werde sie jetzt nicht abnehmen, weil es ja euer Pferd ist jetzt mittlerweile und ja. Das hier sind jetzt die beiden Pferde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wie gesagt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Verlosung. Das ist jetzt mein neues Pferd, Amigos neuer Freund oder neue Freundin. Und hier ist das Pferd, was ihr gewinnen könnt. Also noch einmal. Ihr wisst schon, was ihr machen müsst. Wenn ihr vielleicht einfach mal Interesse habt, an der Seite vorbeizuschauen, dann verlinke ich euch das unten in der Infobox. Und jetzt sage ich es noch einmal. Ihr drückt einfach auf Google, dann schreibt ihr Etsy rein und dann
findet ihr von Adorable Ponies, von der lieben Laurel, die schönen Pferde. Und dort könnt ihr sie erwerben und kaufen. Die gibt es natürlich in ganz verschiedenen Farben und Modellen. Und wie gesagt, sie verkauft auch zum Beispiel solche. Also das ist wirklich schön und dann kann man sich nicht verirren. Da sind so viele schöne Sachen und das ist alles schön sortiert. Da könnt ihr ganz einfach schöne Sachen finden, die euch gefallen. Und viel Glück wünsche ich euch jetzt bei der Verlosung und ich hoffe, es freut euch. Und dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss. Vielen Dank für diese Pferde. Ich bin sehr glücklich und dieses hier könnt ihr gewinnen und dieses gehört mir. Dankeschön.